Hallo zusammen und willkommen zurück bei Car Mechanic Simulator 21 in der Version 1.05 Hotfix 1. Ja, ich habe hier schon mal den Kampagnenauftrag angenommen, weil ich wollte wissen, was hier mit der Karosserie gemeint ist. Repariere die Karosserie. Stoßstange vorne, da kann man wahrscheinlich eine neue nehmen, weil die hier wohl kaputt ist oder was, keine Ahnung. Was anderes noch. Hier war ja unser Sorgenkind mit dem kaputten. Na, hier vorne will ich doch hin. Damit hier nach hinten hin. Mit dem kaputten Flammrohr. Das ist leider noch nicht gefixt. Das heißt, dieses Auto bleibt uns noch erhalten. Ja. Den Auftrag hatte ich das letzte Mal angenommen. Weil den wollte ich eigentlich letztes Mal schon mit euch machen. Aber da ist ja nichts draus geworden, weil ich mich hier so drüber geärgert habe über dieses Fahrzeug. Gut, wir bringen den erstmal wieder an seine alte Position. Ton dürfte übrigens jetzt auch lauter sein, hoffe ich. Jetzt dürfte es eigentlich auch angenehmer sein zu hören. Ich weiß gar nicht, ich habe seit dem letzten Mal nicht groß was verändert. Also von letztem Mal meine ich, wo ich letztes Jahr Januar aufgenommen hatte. So. Die Frage ist, was machen wir denn? Aber den würde ich auch gerne noch machen. Wir können ja eine Mischung aus beiden machen. Hier ist ja nicht so viel zu tun. Laut beim Beschleunigen, das sind irgendwelche Sachen vom Auspuff. Den brauchen wir jetzt auch nicht ganz durchchecken. Das machen wir dann nicht. Halt, könnte natürlich auch was am Krümmer sein. Nee, sind scheinbar nur diese beiden Rohre. Dann machen wir den eben fix. Hat aber einige Roststellen hier. Obwohl mir gefällt das mit den kaputten Teilen und den Dellen besser als beim 18er. Also das ist schon mal, finde ich, ein großes Plus. Hat er nicht gesagt, es sind nur zwei Teile? Ach, das ist ein Doppelflammrohr. Okay. Ich hatte jetzt gar nicht geguckt, ob wir noch was im Inventar hatten. Ja, ein paar Teile haben wir noch, aber das sind alle die heilen Teile. Das heißt, hier bestellen wir zwei. Gehen in die Carparts rein. Flammrohr. Sehr gut. Ja, dann können wir die Einkaufsliste auch komplett löschen. So, bringen wir die eben an. Checken den Wagen jetzt nicht durch, weil dann gehen wir lieber gleich auf den Kampagnenauftrag. Das ist immer ja das Interessante, wo die richtig harten Brocken warten. So, ich bin immer ein Freund davon, den runterzulassen, wenn ich einen Auftrag abschließe. Das sind jetzt auch nicht die Unsummen, die jetzt kommen, aber 25 Bonus XP. Jo. 453. So. Gut. Dann möchte ich als erstes beiden Sachen hier noch verkaufen. Na komm, weg damit. Wir könnten sie auch für Ersatzteile scrappen, aber das machen wir jetzt mal nicht. Der meint ja nur Stoßstange vorne. Gut. Dann müssen wir ja hier ran. Wow, mit Scheinwerfern. Warte mal, das können wir doch gleich machen. Bolt, Stoßstange vorne. Da müssen wir hier hin. Ist er. Old Cape, Old Chapman. What? Was sind die Hornet? Da ist sie. Und dann können wir die Einkaufsliste nehmen. 350. Schön in schwarz unlackiert, aber er hat ja nichts zum Lackieren gesagt.
So, dann dürfte das ja erledigt sein. Gehe ich davon recht aus? Ja, sonstige Aufgaben und noch Wischerflüssigkeit. Okay, komm, die können wir jetzt auch gleich als erstes nachfüllen. Dann haben wir das nämlich. Da müssen wir ja nicht mehr bei. Bevor wir Öl ablassen, checken wir den nochmal durch, weil hier machen wir ja richtige Arbeit. Das heißt, wir machen ja immer richtige Arbeit, ne? So. OBD. Dann haben wir schon mal eine kaputte Zündspule. Eine kaputte Zündkerze. Noch ein paar Zündkerzen. Noch eine Zündspule. Wie viele Zündspulen hat er denn? So. Das ist doch schon mal gut. Pression überprüfen. Ja, eine Nockenwelle. Nockenwelle dauert immer. Obwohl, Nockenwelle geht noch. Viel schlimmer sind immer Kolben oder die Kurbelwelle. Das ist das Schlimmste, wenn man den Motor halt ganz auseinandernehmen muss. So, gucken wir hier mal nach den Sicherungen und dergleichen. Das sieht aber soweit gut aus. Ja. Ja, dann würde ich sagen, wir starten quasi mit dem Motorteilen. Kraftstoffverteiler auch einer in der Mäse. Gut, was hat er denn noch alles? Die Karosserie haben wir. Ölwechsel ist klar. Ja, Bremsen ganz viele. Und viele Teile, die wir noch nicht gefunden haben. Aber jetzt lassen wir erstmal Öl ab. Und widmen uns dem Motor. Das war nicht viel Öl. Die Nockenwelle müssen wir bei dem Motor hier vorne dran auch, ne? Ach komm, wir bauen oben ab. Wir fangen von oben an. So. Das ist der heile Kraftstoffverteiler. Da ist der kaputte. So, für die Ansaugbrücke müssen wir erst die Drosselklappe abmachen. Moment mal. Muss die überhaupt runter? Nein, die muss doch gar nicht runter. Das ist doch Blödsinn. Hier sind doch die Dings drunter. Hier sind erstmal die Zündspulen. Zwei kaputte. Dann will ich hoffen... War eine Nockenwelle kaputt? Ja. Fragt sie nur welche. Wir könnten es uns jetzt auch anzeigen lassen, welche das ist, aber wir schrauben es ganz ab. In der Hoffnung, dass es hier ist. Ja, sehr gut. So, dann müssen wir hier vorne was abbauen. Dort hinten nicht. Und das kriegen wir nur von oben. Von unten. Oder? So. Das gesamte Steuergehäuse. Das ist eins. Ach, die Wasserpumpe, da müssen wir dann noch mal.
Kühler ablassen. Ölmittelbehälter B. Weil ich glaube, das läuft sonst aus. Oder läuft das nur aus, wenn wir den Kühler abbauen? Ja, eigentlich nicht. In dem Dings müsste ja auch Wasser drin sein. Wasserpumpe. So. Das ist halt der Wahnsinn, dass man hier abschrauben muss. Aber der dürfte uns dann auch eine Stange Geld bringen. Die Reparatur. Die muss, glaube ich, nicht runter. Ah, ich habe es befürchtet. Der Ventildeckel muss auch runter. Boah. Kriegen wir den nicht runter? Ach, hier ist noch. Nee. Hier sind auch noch Kerzen. Okay, waren ja auch ein paar. Acht Zylinder macht acht Zylinder Arbeit. So, jetzt kriegen wir es ab. So, das ist ab. Frage aller Fragen ist, was haben wir hier noch denn vorne gehabt? Nockenwelle haben wir, Kraftstoffverteiler haben wir, die Riemen haben wir auch, Zündkerzen haben wir, Zündspule. Die nicht gefundenen Teile werden wahrscheinlich, wie so üblich bei diesen Wagen, diese schönen Lagerbuchsen sein. Die kommt einem hier schon quasi entgegen. Da kommen wir nur unten ran. Aber die hier gehen komischerweise von oben. Aha, Ölfilter haben wir auch, aber ich glaube, der war auch angegeben. Wechsel. Na, ich dachte, ich komme hier hin. Da ist er. Oder ist sie? So, wie sieht's denn hier hinten aus? Da ist auch noch einiges in der Mäse. Da haben wir noch eine Lagerbuchse. Auf der anderen Seite auch. Hier waren doch noch welche, ne? Ne, der hat eine andere Aufhängung. Alles klar. So. Dann muss der Wagen einmal nach oben. Holen wir uns einmal den Ölfilter hier raus. Was war denn hier noch? Vorne war noch auch noch Buchsen. Ja, hier.
rüber. Aber die sieht gut aus. Da ist ein Radlager, was kaputt ist. Ne, die sieht gut aus. Gut, dann runter mit den Rädern und hier weitermachen. Der Belag runter. Und da haben wir das Radlager. Die Narbe ist auch hinüber. Gut. Was war auf der anderen Seite? Ich glaube, die Bremse mussten wir ja an jeden Reifen machen. Wie sieht es hier aus? Nein. Das sieht alles Taco aus. Viel hilft viel. Ja, hier haben wir auch Bremsbelag. Und Scheibe runter. Steckachse. Hinüber. Aber hier hinten ist die Technik übersichtlich. Das gefällt mir schon mal. So, was mir gar nicht gefällt, ist hier, dass der Anschlagpuffer hier kaputt ist. Dann muss das Ding ganz auseinander. Mal da rankommen. Sollte es auf der Seite das gewesen sein. Hier sind es auch die üblichen Verdächtigen, die Belege. Steckachse hier raus. So, und hier ist mehr kaputt. Weggegammelt. Und hier müssen wir auch die Federung ausbauen, weil hier auch der Anschlagpuffer kaputt ist. Okay. Dann schauen wir doch mal. Noch ein nicht gefundenes Teil. So, hier hinten ist definitiv nichts mehr. Kraftstoffpumpe war auch in Ordnung. Der Stoßdämpfer sieht noch gut aus. Wenn wir jetzt eine Diagnosefahrt hätten, könnten wir das Ding da reinjagen. Aber den haben wir ja nicht. Da ist alles raus. Also hier hinten ist es definitiv nicht, würde ich sagen. Was ist denn mit dem Luftfilter?
er da irgendwas zu gesagt? Fischerflüssigkeit. Obwohl, hier können wir ja reingucken. Der sieht gut aus. Der Dämpfer sieht gut aus. Doppelstange sieht gut aus. Und wir bauen hier auch mal ab, aber der dürfte eigentlich schick sein. Oh, eine Schraube fehlt noch. Ja, bringen wir auch gleich wieder an hier. Die Lagerbuchsen habe ich alle raus, ne? Sieht so aus. Da ist aber auch alles in Ordnung. Das letzte Teil wieder. Ölwanne ist auch schick. Die Ölwanne einmal aufmachen. Weil Öl ist eh ab. Dann gucken wir einmal rein. Das ist eventuell irgend so ein Lagerdeckel oder so ist. Gut aus. Kuppelwillenlagerdeckel sind alle in Ordnung. Bläulager auch. Das hätten wir ja wahrscheinlich auch feststellen können. Okay. Könnte der. Was steht denn noch hier? So, sofort eine Suche begonnen. Es scheint mir so, als ob hier etwas übertrieben hätte. Ich habe gehört, dass es kein gutes Zeichen ist. Der Verkäufer hat gesagt, dass die Bremsen repariert werden müssen, aber der Rest ist in einem einwandfreien Zustand. Heute Morgen habe ich aber ein Klopfen hinten gehört und gemerkt, dass der Wagen nach rechts zieht. Ich hoffe, es ist nichts Ernstes. Wenn nötig, werde ich mir das Geld leihen, aber ich hoffe, es sind nur die Bremsen. Ich kann es kaum erwarten, hier loszufahren. Ja, nicht sehr aussagekräftig. Sehe ich jetzt auch nichts. Im Getriebe hat er auch nichts gesagt. Ich würde sagen, wir bestellen erstmal die Sachen und dann sehen wir weiter. Genau. So, was brauchen wir denn jetzt alles? Was braucht der denn für einen Mindestwert? 76%. Der wird es aber wissen, dafür, dass er keine Kohle hat. Nach Einlagerung Seite 1. So, los geht's. 17,4 haben wir. Pflege haben wir noch, glaube ich.
Lagerbuchsen bin ich mir gar nicht sicher. Aber egal. Zündkerzen dürften wir noch haben, aber. So. Kraftstoffverteiler, das haben wir schon bestellt. Dürften wir hier am Ende sein. So. Vielleicht sollten die Teile auch erstmal kaufen. Ich habe mich schon gerade gewundert, diese Hölle. Das kann doch nicht sein. Car-Parts. Und los geht's. Die Stoßstange. Auch mal nicht. Schlagpuffer. Zwei Stück. Längslenker. Drei Federbügel. Sind ja alles noch günstige Sachen hier. Sechs Gummilagerbuchsen. Haben die Dinger nicht eigentlich acht? Ölfilter. So. Dann noch die elektronischen Komponenten. Und die Zündspule. Eine? Nee. Drei wollte ich noch sagen. Noch zwei. Zack, fertig. Schon mal für 1300 Dollar Teile. Moment. Moment. Das kommt halt davon, wenn man die Teile noch hat. Obwohl, die müssen neu. Dann werden wir die endlich los. Bremssattel. Müssten alles die alten sein. Waren ja soweit schick, glaube ich. Das kam neu. Feder alt. Reifen auch noch drauf. Hier müssen wir darauf achten. Hier ist alles dasselbe. Keine Mischbereifung. Da kann man auch gern mal auf die Fresse fliegen. So. Ist auch das Ankerblech hin. Achse. Alte Bremsscheibe, neue Belege, Felge drauf, so und hier geht's noch weiter. Längslenker. Lagerbuchse da drüben auch noch. Und den Rest vom Schützenfest machen wir dann in der nächsten Folge. Und dann hoffe ich, dass wir auch
das letzte Teil finden, Leute. Ich würde sagen, euch noch einen schönen Tag. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao, ciao.